fühlen, als wäre ich amputiert. Wir waren zu zwei ein Ganzes. Und ich bin jetzt noch ein Ganzes, aber ich bin allein. Ich vermisse ihn, weil wir eine gute Ehe hatten, eine glückliche Ehe. Und es ist so, wir konnten über alles reden. Über Gott und die Welt, sogar über Probleme, die uns nichts angehen, haben wir hier gelöst. So, das haben wir alles hier besprochen. Und es fehlt mir einfach sein Gespräch, seine Nähe. Ich würde sagen, am meisten habe ich gelitten, als er krank war. Als ich diesen Zerfall gesehen habe und seine Verzweiflung. Er hat ja nicht mehr an sich gedacht, er hat ja nur an mich gedacht. Er hat immer gesagt, das schaffst du nicht mehr. Gib mir doch irgendetwas, um mich zu erlösen. Also das waren harte Zeiten, als er mich praktisch darum bat, dass ich seinem Leben ein Ende mache. Und das konnte ich aber nicht. Und dann, leider Gottes, musste ich am 4. Januar den Betrieb wieder öffnen und den ganzen Papierkram erledigen, sodass ich die Trauer fast unterdrückt habe. Ich bin morgens die Erste im Büro, um mein ganzes Programm vorzubereiten. Das heißt, meine Monteure rauszuschicken, was ja normalerweise der Serge gemacht hat. Fünfter Korrekt zurück. Ich kenne technisch, wie ein Fenster funktioniert, aber ich wusste es nicht aufzuzeichnen. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe mir die alten Belege von Serge genommen und habe ich mir die ganzen technischen Zeichnungen rausgenommen und habe dann, wie hat Serge das jetzt aufgezeichnet? Wie hat er die Maße geschrieben? So habe ich mich dann geübt und das dann wieder auf die Runden gebracht. Traut sich nicht, sie ist da hinter dem Blumentopf. Der Serge hat sich auch vorher gestorben. Am 22. Dezember musste ich ihm jede Katze einzeln aufs Bett bringen. Hat sich von seinen Katzen verabschiedet. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich die Katzen habe, denn die lenken mich ab in meiner Trauer. Und wenn ich mal einsam bin, wenn ich jetzt mal sitze und ich bin wirklich traurig, dass ich so allein sitze, dann mache ich hier alles zu, gehe in die Küche und habe ich gleich drei Katzen an mir hängen. Wir leben mit unseren Katzen wie andere mit ihren Kindern. Es gibt so viele Sachen, so viele Situationen. Ganz banale Sachen, ganz lächerliche Sachen, auch ernste Sachen, wo ich dann im ersten Moment überhaupt nicht, ich lese die Zeitung, ach, das musst du Serge erzählen.
dann ist wird mir bewusst, ich kann sie nicht mehr sein. Er war mein Leben und ist mein Leben. Und ich glaube, ich war auch sein Leben. Tja, aber jetzt, er bleibt es ja. Aber manchmal fühle ich mich ihm näher hier zu Hause. Darum habe ich ja gesagt, schön, es war wirklich sehr gut hier in Hinterzarten. Ich würde es auch gelegentlich wieder machen, aber ich bin danach froh, wenn ich nach Hause komme. Dann bin ich hier, ist sein Haus hier. Das hier haben wir uns noch, wir haben alles selbst renoviert und so. Hier fühle ich mich geborgen. Wir haben die Möbel, das hier sind ja alles neue Möbel, die haben wir noch zusammen ausgesucht. Und hier fühle ich mich jetzt im Moment am wohlsten. Denn es ist auch manchmal schade, wenn du unter die Leute gehst und du fühlst dich unter den Leuten allein. Dann mag ich lieber alleine zu Hause sein, als unter den Menschen, unter den Leuten mich allein zu fühlen. Das ist kein so gutes Gefühl. Ne? Ich vermisse ihn jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Also, und versuche dann irgendwie, wenn ich hier bei seinem Bild sitze, ihm zu erklären, wie es mir geht. Ja. Aber die Trauer, die frisst dich manchmal fast auf. Aber du kannst es nicht ändern. Und die Leute geben dir Ratschläge. Aber wer es nicht erlebt hat, der kann es nicht. Der kann keine Ratschläge geben. Und dann denke ich, es muss weitergehen, es geht auch weiter, es geht nur anders weiter. Ich muss einen Schlussstrich unter diese Partnerschaft ziehen. Du versuchst irgendwie dann, weil du es nicht begreifen willst, dann versuchst du irgendwie Ausreden. Versuchst irgendwie etwas zu suchen, dem du die Schuld geben kannst, damit du nicht darüber nachdenken musst. Tja. Tja, so ist das.